Guten Abend. In meiner ganz persönlichen Geschichte von Filmen, die in meinem Leben wichtig waren, spielt der heute Nacht, der Mann aus dem Westen, eine ganz herausragende Rolle. Zum Zeitpunkt, als ich den gesehen habe, wusste ich so gut wie nichts über das Filmemachen. Ich war in Paris, um Maler zu werden, war tagsüber bis zum Nachmittag in einer Kupferstecherwerkstatt, wo ich das ehrbare Handwerk des Kupferstechens gelernt habe. Danach hatte ich Zeit und kein Geld, ein kaltes Zimmer unter dem Dach. Und dann habe ich einen billigen und warmen Ort entdeckt, die Cinémathèque Française. Da konnte man für einen Franc einen Film sehen, das waren weniger als 50 Pfennig damals. Und wie ich dann bald erfahren habe, von den anderen Regulars, die da in der ersten oder zweiten Reihe jeden Film sahen, so wie ich, konnte man, wenn man zwischen den Filmen auf die Toilette gegangen ist, für 50 Pfennig auch zwei Filme sehen oder drei oder am Wochenende auch fünf oder sechs. Und bei meinem spärlichen Budget war das der ideale Ort. Und dann habe ich hunderte von Filmen gesehen und sozusagen einen Crashkurs in der Filmgeschichte gemacht. Und der erste Regisseur, von dem ich auf diese Art eine komplette Retrospektive gesehen habe, war eben jener Anthony Mann, von dem dieser Film jetzt ist, der Mann aus dem Westen. Das ist ein Western, so wie viele Filme dieses Regisseurs. Und Western mochte ich damals wahnsinnig gerne. Ich war noch nie in meinem Leben in Amerika gewesen und konnte mich nicht satt sehen an diesen Landschaften des amerikanischen Westens. Allein die Redensart ist heute irgendwie unpassend, sich satt sehen, weil wir haben heute das gegenteilige Problem. Wir sind zu satt vor lauter Sehen, aber damals war der amerikanische Westen für mich die Landschaft schlechthin und habe ich deswegen alle Western gesehen. Und ich war auch immer froh, wenn es in diesen Filmen so große Totalen zu sehen gab. Der Film, der fängt auch gleich so an, mit ein paar großen Totalen. Da sitzt ein Mann auf einem Pferd und sieht sich bedächtig um. Und er verleitet einen geradezu genauso, um sich zu sehen und sich alles anzuschauen. Und die Bedächtigkeit dieses Hauptdarstellers, kein geringerer als Gary Cooper, geht allmählich so richtig auf einen über, sodass man allmählich Bedächtigkeit und Besonnenheit als Haltung übernimmt. Auch wenn er dann schon in einer der ersten Szenen zum ersten Mal Eisenbahn fährt, dann hat er vor dieser Höllenmaschine, die er noch nie in seinem Leben vorher gesehen hat, einen solchen Respekt und erschreckt sich so, dass man als Zuschauer auch unwillkürlich diese Haltung übernimmt. Auf jeden Fall ging es mir bei diesem Film zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich gemerkt habe, dass jeder Film eine Haltung hat und dass sich das in seinen Einstellungen ausdrückte. Und das ist einfach ein tolles Wort in der deutschen Sprache. Die Einstellung drückt es doch sowohl eben eine Haltung aus, als auch wie diese Haltung sich in einem Film als Filmeinstellung überträgt und wie das übersetzt wird in die Filmsprache. Und in diesem Film, Der Mann aus dem Westen, habe ich von der ersten Einstellung an schlagartig verstanden, wie eine Erleuchtung, dass Film eine Sprache ist und dass sie eine Grammatik hat und wie sich diese Grammatik in den Einstellungen eines Films ausdrückt und wie sie daran besteht, nämlich in meinen geliebten Totalen, in Halbnahen, Nahaufnahmen, Detailaufnahmen oder, wie es das in dem Film auch ein paar Mal gibt, in Kamerafahrten. Ich erinnere mich, dass es einmal eine Kamerafahrt gibt, wo eine ganze Totale
fährt, mit einem Mann, der in der Ferne geht, mitfährt. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich das plötzlich verstanden habe, was dabei geschieht. Wie die Einstellung, die ein Regisseur einrichtet, zur Einstellung des Zuschauenden wird. Und das mit diesen Einstellungen, auch wenn man dann ranspringt an den, ich so konditioniert wäre, wie ich sonst von Sprache konditioniert wäre. Das hätte ich im Prinzip auch in jedem anderen Film lernen können, klar. Aber dass es eben dieser Anthony Mann war dann auch kein Zufall, weil ich habe dann die ganzen Filme von dem gesehen, in dieser Retrospektive, und dann habe ich mitbekommen, wie architektonisch geradezu der seine Filme aufgebaut hat. Wie sehr jede Einstellung eine Art Baustein war, eine kleine Zeiteinheit, und dass Filme also so eine Art Architektur in der Zeit waren. Das war dann auch gleich das allererste Filmbuch, was ich mir überhaupt gekauft habe, war eine kleine Monographie über diesen Anthony Mann. Das war ein ganz billiges Buch, hat mich auch gerade mal 50 Pfennig gekostet bei den Bukinisten. Das sind diese Antiquitätenhändler an der Seine, die in ihren großen Kästen, die sie da auf die Kaimauer aufgebaut haben, Bücher und alles Mögliche verkaufen. Mein erstes Filmbuch war also Anthony Mann, und dann habe ich gelernt, was ein Regisseur ist, über die Filmsprache dieses Mannes und all die Filme, die ich halt auf einen Haufen gleich gesehen habe. Italo-Western, da wurde ich später auch ein Fachmann von Italo-Western, weil ich habe die sehr geschätzt, die bauen alle auf eben der Sprache dieses Anthony Mann auf. Und Sie werden sehen, da ist eine legendäre Szene, wo sich zwei prügeln in diesem Film, und davon haben jede Menge andere Regisseure gelernt. Zum Beispiel Quentin Tarantino hat ganz bestimmt die Filme von Anthony Mann sehr genau studiert. Meine Lieblingsszene kommt gegen Ende, die hat sich auch tief in meine Erinnerung eingeprägt. Da gibt es einen Stummen. Das ist ein Typ in dieser Gangsterbande, der kann nicht sprechen und der wird auch von anderen immer belächelt und sie machen ihre dummen Witze über ihn. Und dieser arme Mann wird gegen Ende des Films angeschossen. Und dann torkelt er endlos eine öde, von allen guten Geistern verlassene Dorfstraße entlang und stößt dabei ganz unglaubliche Schreie aus. Ein Stummer, der schreiend stirbt. Das hat mich so beeindruckt, dass ich 15 Jahre später, als ich dann selber zum ersten Mal in Amerika gedreht habe, diesen Schauspieler, Royal Dano, den Namen hatte ich mir gemerkt, der spielte auch dann in anderen Filmen von Anthony Mann immer wieder mit, und zwar immer nur Nebenrollen, den habe ich dann besetzt. Der spielt in Hammett eine kleine Rolle, weil er mich als der schreiende Stumme so beeindruckt hat. Das Entstehungsjahr vom Mann aus dem Westen ist 1958. Das war lange vor dem Vietnamkrieg. Die Moral des Films ist deswegen eine durchaus bürgerliche, altmodische. Und das, denke ich, gibt diese Zeit vor der Jahrhundertwende, in der dieser Spätwestern spielt, also spät im 19. Jahrhundert im amerikanischen Westen, dass die Moral dieses Films wird von diesem merkwürdig bürgerlichen Film und dieser bürgerlichen Moral doch gut rübergebracht, finde ich. Und dieser Held, das fand ich damals auch bemerkenswert, auch heute noch, wenn ich den Film sehe, auch weil vieles einfach aus der Zeit gefallen ist. Aber dieser Held ist einer, der nie einer sein will, der alles tut, um keiner zu sein und auch nicht als so einer zu erscheinen. Und der benimmt sich auch einfach nicht so. Und das finde ich auch heute noch rührend. Aber auch heute noch, wenn ich den Film wiedersehe, bin ich gepackt von der Architektur der Sprache dieses Anthony Mann.